Hallo Sebastian Winkler heute hier mit uns. Servus, hi. Erstmal Kompliment zu deiner Show. Vielen Dank. Heißt nochmal? Die allerbeste Sebastian Winkler Show. Wunderbar, ich habe es leider noch nicht gesehen, aber das macht nichts. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Es geht ja jetzt hier um die Wiesn, gell? Ja. Du hast schon gehört, du bist Münchner. Ja. Wie findest du die Wiesn so? Die Wiesn generell finde ich sehr cool. Das Käferzelt, wo ich heute drin bin, weil ich da mit Arbeitskollegen bin, finde ich, ja, ist okay. Also das ist halt nicht mehr so viel mit Wiesn zu tun, finde ich. Ja, ein bisschen zurückgesetzt, nicht so, ist nicht so die Gaudi, oder? Genau, es ist überhaupt keine Gaudi. Das Essen ist allerdings der Hammer, das ist richtig geil. Aber hier kommen halt einfach alle her, um ein bisschen, also das ist so Schickeria. Ja? Und ich mag eher so das gute Bier, Augustiner und oder Schottenhammel oder keine Ahnung. Wir machen ja vor allem ganz viel in Sachen Flirten, ja. Wiesn ist ja auch so, Frauen der ganzen Welt sind hier, Burschen. Ach so, ich dachte, ich muss und jetzt dann wird flirten. Na, also Sebastian. Hallo. Gut siehst du aus. Wir können natürlich auch flirten, ja, aber dann wird es eine ganz andere Show. Okay. Das ist dann ein bisschen gefährlich. Ich habe auch schon Schwule gespielt, nur das willst du dann nicht erleben. Ja. Das ist dann nee, so eher so verklemmt und so Soapstars. Das ist dann nicht so schön. Okay, verstehe. Aber uns interessiert eher so, wie du mit Frauen flirtest. Ja. So gibt's mit da. Flirte. Genau. Wie flirtest du mit Frauen auf der Wiesn? Ich glaube, mit mir hast du ungefähr den beschissensten Flirter der Welt gefragt. Ich bin ganz im Gegenteil zu sonst, was mein Beruf ist, nach draußen zu gehen, voll schüchtern. Perfekt. Wirklich, das kann ich nicht. Ich kann es wirklich nicht. Da bin ich verklemmt und gucke dann weg und sowas, aber vielleicht ist das auch gut, weil dann ist man authentisch. Weil ich bin einfach noch ich und mache dann nicht so einen blöden Spruch wie, keine Ahnung, sag mal, bist du versichert, du hast mir gerade eine Beule in die Hose gemacht oder sowas. Das heißt, du bist zum Fernsehen gegangen, um einfach prominent zu werden, um dann besser Frauen zu verführen? Auch? Nee, sondern um dann halt irgendwann genügend Geld für ein Harem zu haben. Ja, wo ich mir dann einfach, meine mir dann zwei, drei Frauen, kaufe ich mir. Oder? Kaufst du dir dann? Ja, okay. Ja. Aber ich meine, so ein bisschen bekommst du doch auch jetzt hier mit im Käfer. Flirten, ja. Denkst du, Prominente anders als jetzt, was du so schön erwähnt, Paulana oder Schottenhammel, wird da anders geflirtet hier im Käfer? Ja, ich glaube nur, dass die es einfacher haben, weil die Frauen, die da vorbeilatschen und die dann sehen, dass da ein Prominenter sitzt, also wenn es jetzt ein männlicher ist, dann braucht der ja nicht mehr viel flirten, sondern dann kommen die zu dem, weißt du? Und wenn du jetzt nicht ein Prominenter bist, dann glaube ich, kommt, dann musst du es von selber irgendwie reißen. Ist der Bekanntheitsbonus, oder? Ja, genau. Also, aber das habe ich, wie gesagt, auch noch nicht, weil ich habe ja nur eine kleine Show in Regionalprogrammen, ja, und mein Prominentenstatus ist noch nicht so riesig, dass jetzt bei mir immer eine Frauentraube. Und also das Problem ist wahrscheinlich auch, dass eher die intellektuellen Frauen dich dann anschauen, oder? Und ja, die vor allem, ja. Ja, weil die intellektuellen Frauen, die merken, die schauen mich an und sagen, ja gut, der ist auch greiselig, aber der muss sicher was in der Birne haben und bei mir ist es genauso. Also es sind dann eher ja, die Intellektuellen. Die dann meistens nicht so hübsch sind. Ja, die, ja. Verdienst du schon wenigstens einigermaßen gut, dass das Harem bald kommen kann? Oder? Nee, absolut nicht. Das dauert, also was haben wir jetzt? 13, oder? Also 2013. Können wir dann nochmal reden. Aber komm jetzt, was denkst du, kann richtig gut funktionieren hier auf der Wiesn? Einfach, ja, einfach viel trinken, 4-5 Mass, je nachdem, wie viel man verträgt, und dann loslegen. Da musst du dann irgendwann mal die Schüchternheit auch wirklich. Das schon, ja, ja, klar. Also, wenn du viel säufst, ist ja klar, dann brauchst du dich auch nicht mehr groß unterhalten. Da fällst du irgendwo in ein Dekolleté rein und dann hast du es geschafft. Dann sagt die wahrscheinlich auch, wenn sie genau auf dem gleichen Alkoholstatus ist, sagt die auch, ach, dann gut, heute ist der reingefallen, dann nehme ich halt den. Da ist ja dann irgendwann wurscht. Aber, ja, klar, du hast ja, wenn irgendwie Spaß ist oder Partyrunde, ist es ja immer leichter, als wenn du, keine Ahnung, jetzt jemanden auf der Straße ansprichst oder sowas. Ich sage immer, das ist ein guter Tipp mit dem viel Trinken. Das Problem ist meistens, wir trinken uns dann auch die Frauen schön. Ja, hast du da eine schlechte Erfahrung schon gemacht? Ich habe da schon einige schlechte Erfahrungen gemacht. Ach, das war das mit dem Schwulen, den du gespielt hast, oder was? Also, nee, das war, ich bin ja auch... Du hast einen Mann schön gesoffen. Also du dachtest, das wäre eine Frau und dann bist du am nächsten Morgen aufgewacht und es war ein Kerl. Nee, da haben sie mich gut bezahlt, weil ich bin auch Schauspieler. Ja, ich spüre da irgendwie, intellektuell spüre ich jetzt, dass du da jetzt dein Coming-out hast. Also dass jetzt sofort. Den Zuschauern sagen möchtest. Du willst doch gerade nur geküsst werden. Ich merke das doch. Natürlich, wenn nein. Du hier auf mein Coming-out wartest. Nein, nein, du willst, nein. Er will nur geküsst werden. Nein, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder wo ihr es gerade guckt. Ciao. Danke dir.